So, da sind wir wieder. Also. Jetzt habe ich das Headset mal wieder ein bisschen neu geklebt und jetzt soll ich auch nicht mehr... Naja. Ich habe mich mal ein bisschen abgeregt. Hab mir nochmal ein schönes Berliner Kindle Weiße nochmal gepackt mit Waldmeister-Geschmack. Hab ein bisschen... ja, genau, Spiel. Spiel, hör auf, mich zu verarschen. Du kannst mich nicht leiden. Ja, ja, die Spiele von damals sind schon lustige Kerlchen. Zuerst lassen sie mich immer weiter sterben und dann geben sie mir alle möglichen Scheiß. Oh, Scheiße. Unsere Mega Man-Produkte verkaufen sich nicht so gut. Komm, wir verschenken sie einfach. Hier hast du E-Tags, dort hast du noch einen von Mega Man getragenen Schlipper aus dem Nintendo-Jahr 1986. Oh nein. Also nochmal neu. Oh, Mega Man, ich muss mich verraten. Es war wieder eine reine Konzentrationsstille. Eine Stille, the Concentration. Mal gucken, kann man... Geht das eigentlich heutzutage mit... Oh, endlich lässt er sich mal gescheit steuern, der Köter. Ja, super. Das ist mal eine Erneuerung, die ich schon in den... Warum haben sie es dann wieder in Mega Man 4, 5 und 6 so verkorkst? Kann man das mal mir einer sagen? Hier ist die Steuerung nochmal richtig schön. Man kann in alle Directions, kann gegen Wände fliegen, ohne dass man direkt... ja, erstmal wieder völlig spielfüllend 100 Meter in die Tiefe fällt. Ja, das haben sie irgendwie dann wieder verkorkst, finde ich. Bibo! Bibo! Auch gut. Okay, das war natürlich auch wieder extra klasse von mir. Ja, ich habe mal gerade Nummer Turbo Buttons verwendet. Tut mir leid. Und ob ich... Ich weiß übrigens, ich wurde auch gefragt, Mirko, wirst... Ich war gerade am Reden und hab geslidet. Hab mich nicht konzentriert. Ob ich safe staten werde später, weil es später angeblich so extrem hammer schwer werden soll. Ich glaube, ich ziehe es diesmal durch ohne Saves. Steaks! Safe Stakes! Rettet die Stakes! Safe Stakes! Alles klar! Gut, okay. Nochmal. Taktbesprechung. Taktbesprechung, Mädels! Also. Da wir ein höchst angesehenes Football-Team sind. Ich reg mich jetzt mal grad nicht auf. Lass mich raten, nur noch zwei Leben, war ja klar. Oh ja, oh ja, und wir grinden weiter durch die Maschinenwelt mit Impulsanzeigern oben und Trash ist da unten und Metall in der Wand. Das habe ich gleich erkannt. Okay, gerade hat das Headset wahrscheinlich voll übersteuert. Ich wundere, das war meiner total scharfen Englisch. Bei meiner total scharten Engelsstimme. Ich hab gedacht, ich kann da mal so drüber laufen. Oh ja, schön. Ich glaube, ich lasse mich jetzt extra sterben. Ich hab nicht keinen Bock wieder auf die total herbe Enttäuschung. Oh. Wow, das ist der Blödmann, der absolut nichts kann. Oder ist es doch der Spieler? Ich glaube letzteres. Ich kann nur hoffen, ich spiele nicht besoffen. Da oben sind die Spikes und die blauen Schrauben. Wollen mich vernichten und erzählen Geschichten von grillenden Würsten. Und Abenteuer aus dem Wunderland! Fuck! Mann! Au! Meine Handflächen sind jetzt voll knallrot. Continue. Oh, ich reg mich doch nicht auf. Nein, ich spiele doch nur das beschissenste Stage in der ganzen Mega Man Geschichte. Mehr spiele ich doch gar nicht. Gott, ich glaube, dieses Spiel erreicht gerade den höchsten Schwierigkeitsgrad. Hoffe ich jedenfalls. Oh ja, so gütig. Da, 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 da.
Oh man, diesen ganzen Weg wieder. Es ist bestimmt für euch total langweilig. Bla bla bla. Ich denke, ich spule das Ganze eh vor, weil es ist ja eh immer dasselbe, was ihr hier seht. Und langsam wird das doch echt mal langweilig hier. Heilige Scheiße. Ah, Boots, Boots, Boots. Also langsam kann ich das echt nicht mehr sehen und ich spiele mit dem Gedanken, doch langsam Safe States hier zu benutzen. Einfach nur aus dem Prinzip, weil mich dieses Stage so endböse abfuckt, wie kein zweites zuvor. Okay. Nee, ohne Mist, also so langsam, aber sicher, fuckt dieses Stage nur noch. Ich habe es jetzt so oft gesehen und nach einer Zeit kann man es echt gezielt in die Tonne treten, würde ich mal meinen. Bei aller Liebe zu den Erstellern für diese tolle Detailgetreuheit für diese Tage. Oh, fuck, das ging zu langsam. Das ging viel zu langsam. Fast forward need ich jetzt mal. Yo! Ja, ja, la, da, da, la, la. Und hier sind wieder die Müllboxen. Die sehen aus wie zerpresste, wandernde Augen aus Metall. Augen aus Metall, so sind es Pokebälle im Mega Man. Hallo, ich bin hier, um euch zu vernichten. Ich erzähl euch davor gute Nachtgeschichten. La, 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 la. Mann! So langsam fuckt es so. Es fuckt so extrem. Nur noch, ich glaube, nur zwei Leben. Also, es ist nicht mal schön. Ich sitze jetzt hier wahrscheinlich schon den zweiten Part an diesem Level, so wie ich das sehe. Ihr seid langsam auch angepisst von diesem Game, weil ihr einfach nur noch seht, wie ich hier einen nach den anderen zum Fail bringe. Nein! Okay. Ja, ich bin langsam. Bisschen heiser geschrieben. Es geht nicht anders mehr langsam. Nämlich so langsam, aber sicher kann ich den Kappes nicht mehr sehen. Okay. Wie viele E-Tanks habe ich noch? Zwei! Oh! Was war die Waffe gegen ihn? Ich bin mir nicht mehr sicher, was es genau war. Ich hab ehrlich. Haben die Snakes schon verwendet? Ich meine mal nicht. Okay, probieren wir die Snakes. Ich hau, wenn möglich, zwar beide in a... Nicht? Keine Verwendung? Gut. Dann... Needles. Ja, das waren die Waffe. Das war die Waffe, wollte ich schon sagen. Oh ja, schön. Uhu. Uhu. Ja, 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 ja. Du mich auch. Komm schon, komm schon. Stirb einfach. Verreckt, tierisch. Ja, nie wieder dieses scheiß Level! Wow! Au! Ficken! Ficken! Ja! Ach, du blödes, fettes scheiß Sturmvieh! Okay. Ich brauche mal Ratlunde, Zucker, Antiaspirin, Tabletten. Oh mein Gott, ich habe jetzt... Oh, so einen kaputten Hals. Ach. Na, ja, genau, du mich auch. Bis nachher. Bis morgen, bis whatever. Tschüss.